Goslar als 10-08 geht in seine zweite Saison in der Bezirksliga und nach Platz 2 im letzten Jahr will er nun den nächsten Schritt machen. Dazu habe ich jetzt Trainer Björn Vorlapp an meiner Seite. Hallo Björn. Hallo. Hallo. Ich möchte das Gespräch gerne mal mit einer These anfangen. Und zwar sage ich, dass Ihre Mannschaft nach Platz 2 im letzten Jahr und den Aufstieg der TSG Bad Harzburg nun der große Favorit auf Platz 1 ist. Wie sehen Sie denn das? Das ist nach wie vor eure These. Okay. Ja, das ist naheliegend, dass man so denkt. Wir für uns wollen aber diesen Druck gar nicht haben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Ja. Wir wollen zusehen, dass wir die Mannschaft auf das nächste Level heben. Und was da letztlich bei rauskommt, wird sich zeigen. Der Verein hat sich in diesem Jahr in der Transferperiode relativ zurückgehalten. Es gab mit André Boster einen Abgang. Als Neuzugänge habt ihr Chris Levert und David Hildmann präsentiert. Gab es keinen Bedarf an weiteren Spielern oder waren die Möglichkeiten aufgrund von Corona begrenzt? Also wir haben den Bedarf tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Wir haben eine homogene Truppe, wir haben eine Einheit, die sich wirklich in der letzten Saison sehr, sehr gut entwickelt hat. Ja. Und wir vertrauen den Jungs. Mhm. Wir vertrauen den Jungs zu 100%. Und wenn wir jetzt angefangen hätten, da noch 5, 6 neue Leute zu holen, dann hätten wir den anderen Jungs gegenüber das Vertrauen gebrochen. Und dazu sehen wir nicht die Not. Die Jungs sind super drauf, die haben eine super Serie gespielt und ich vermute auch, dass wir das in diesem Jahr auch bestätigen können. Okay. Eingangs hatte ich schon erwähnt, Sie haben mal gesagt, Sie möchten in dieser Saison den nächsten Schritt machen. Was ist denn für Sie der nächste Schritt? Wie definieren Sie denn das? Was wäre für Sie eine Verbesserung? Verbesserung muss ganz klar sein, dass wir konstanter in unseren Leistungen werden. Mhm. Ja, dass wir im Defensivverbund weniger Gegentore fressen, dass wir cleverer agieren, dass wir ein bisschen reifen. Ja, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft mit knapp 22 im Durchschnitt. Dass wir Spiele wie im letzten Jahr gegen Salzgitter hier zu Hause nicht mehr in den letzten Minuten noch 3-3 spielen bei 2 Tore Führung. Das sind Dinge, die wir von den Jungs erwarten, wo wir hinwollen. Okay. Aufgrund von Corona ist es ja so, dass die Bezirksliga in 2 Staffeln eingeteilt worden ist. Das bedeutet für jede Mannschaft, dass es weniger Spiele gibt. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sich Fehler und Punktverluste größer auswirken können. Wird das daher für Sie eine besonders schwere Saison? Ich glaube nicht nur für uns. Es wird für alle vor allem eine außergewöhnliche Saison, weil mit sowas hat noch keiner irgendwie Erfahrung. Natürlich wird es interessant sein, wie wir starten. Es wird sehr, sehr wichtig sein, wie wir starten. Wenn wir oben mitspielen wollen, dann ist es natürlich so, wenn wir mit 2, 3 Niederlagen starten, dann kompensiert man das nicht mehr ganz so einfach. Von daher hoffe ich tatsächlich, dass auch diese neue Pokalrunde uns da ein bisschen in diesen Spielrhythmus bringt, dass wir da noch ein paar Bonusspiele zu bekommen und dass wir zu Saisonstart auch auf dem Level sind, wo wir sein wollen. Ja. Das letzte Pflichtspiel Ihrer Mannschaft und generell liegt jetzt schon so ein gutes halbes Jahr zurück. Wie haben Sie denn als Trainer ganz persönlich diese lange Pause überbrückt? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie sich dann vielleicht auch auf die neue Saison vorbereitet? Also die erste Zeit war tatsächlich so, dass es ein bisschen entschleunigt hat. Man hat das sicherlich auch mal ein bisschen genossen, mal nach der Arbeit nach Hause zu kommen und nicht wieder zum Training zu hasten. Aber man hat doch relativ schnell auch, hat es gekribbelt und man wollte wieder weitermachen und hat sich natürlich auch damit auseinandergesetzt, wie kann es weitergehen. Ja. Zum Glück dann, dass wir in den kleinen Gruppen auch ein bisschen trainieren konnten. Man hat das auch den Jungs angemerkt, als sie zum Training gekommen sind, dass die auch alle Bock hatten, die waren heiß, die haben sich gefreut, sich wiederzusehen. Ja, wir haben während Corona immer irgendwelche lustigen Videos gemacht und Übungen verteilt, aber das kompensiert halt nicht, dass man das trainiert. Björn Vorlapp, danke fürs Gespräch, alles Gute für die neue Saison. Dankeschön.